Schnell, bequem und einfach. Das ist Einkaufen bei Amazon. So, dann gucke ich und ich finde es und ich gehe auf Bestellen und es ist wirklich teilweise nächsten Tag schon da. Und das ist unschlagbar für mich jetzt persönlich. Mit seiner bunten Shoppingwelt macht der Online-Riese Milliardenumsätze. Doch das Erlebnis hat Schattenseiten. Es gibt keine Pause. Eine Hand am Lenkrad und eine Hand am Sandwich. Abbeißen, dann aussteigen, nächster Stopp, abgeben beim Kunden und dann wieder das Gleiche. So entsteht auch einfach ein Netzwerk der Verantwortungslosigkeit im Grunde. Weil also Amazon sagt immer, wir haben einen Auftragnehmer, der ist verantwortlich und wir sind da raus. Und so geht das halt in der ganzen Kette weiter. Das schöne Einkaufserlebnis bei Amazon hat seinen Preis. Den zahlen Subunternehmen und deren Kurierfahrer mit Stress, Hektik und fragwürdigen Praktiken des Online-Riesen. Sabine Quellmalz bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Einkaufen vom Sofa aus, ganz einfach mit dem Smartphone. Bequem im Wohnzimmer. Ihr Online-Händler des Vertrauens, Amazon. Seit wann bestellst du denn bei Amazon? Ich kenne Amazon schon ewig. Also ich müsste jetzt mal meine Historie gucken, Bestellhistorie, wann ich so die ersten Bestellungen aufgegeben habe. Aber das ist eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit schon. Und was bestellst du da? Alles. Haarwäsche, Armbänder für meine Uhr. Ich habe ganz normale Gebrauchsgegenstände. Ich habe auch schon Klamotten dort bestellt, Sport. Lass mich kurz überlegen. Also es ist querbeet, das ist jetzt nicht was Spezielles, sondern genau die Vielfalt, die Amazon halt hat, die nutze ich halt wirklich auch aus. Einkaufen im Internet boomt. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend weiter verstärkt. Weil Geschäfte monatelang geschlossen waren, stiegen viele Verbraucher auf Online-Shopping um. Nach Angaben der Branche haben allein von April bis Juni 2021 Kunden in Deutschland für rund 24 Milliarden Euro online eingekauft. Der Onlinehandel hat das Einkaufsverhalten in den vergangenen Jahren nachhaltig verändert. Und mit cleverer Marketingstrategie sorgt Amazon dafür, dass die Kunden bleiben. Ich gucke bei keinem anderen Händler auf dieser ersten Seite in der Suchmaschine, sondern gehe direkt dahin. Also die, ich sag mal so, die haben mich voll da erwischt, ne, mit dem Angebot, mit der Schnelligkeit. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass ich mir abends irgendwas einfallen lasse. Also ich komme auf irgendwas durch Social-Media-Recherche oder weil ich gerade mit jemandem kommuniziere, ne, und denke so, ach Mensch, da könntest du auch noch mal gucken. So, und dann gucke ich und ich finde es und ich gehe auf Bestellen und es ist wirklich teilweise nächsten Tag schon da. Und das ist unschlagbar für mich jetzt persönlich. Amazon, gegründet 1995 von Jeff Bezos in einer Garage bei Seattle. Das Unternehmen gehörte schnell zu den Pionieren des Internetzeitalters. Keine Warenhäuser und Läden in teuren Innenstadtlagen, sondern ein Online-Shop im Internet. Mit diesem Konzept rüttelten Amazon und andere Newcomer des E-Commerce den Handel gehörig durch. Los ging es mit Büchern und CDs. Heute kann man im Amazon-Online-Shop Möbel, Kosmetik, Kleidung, Elektrogeräte und vieles mehr kaufen. Es gibt nichts, was es dort nicht gibt, möchte man meinen. Amazon ist ein Weltkonzern. Er beschäftigt etwa 500.000 Menschen in mehr als 30 Ländern, davon rund 19.000 in Deutschland. In Mitteldeutschland arbeiten derzeit etwa 5.100 Menschen beim Online-Riesen und sorgen mit für einen Jahresumsatz des Konzerns im Milliardenbereich. Auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen hat Amazon eigene Logistikstandorte gebaut. Zuletzt in Gera in Ostthüringen. Und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum, sagt der Berliner Journalist Jörn Böwe, der mit seinem Kollegen Johannes Schulten und Tina Morgenroth vom DGB Bildungswerk Thüringen die Strukturen von Amazon in einer Studie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung analysiert hat. So, Amazon baut in den letzten Jahren seine eigene Logistikkette komplett um, steigt sowohl auf der Langstrecke in Flugverkehr und Containerschifffahrt ein. Sie haben eine eigene Frachtfluggesellschaft, Amazon Air, die mittlerweile die viertgrößte Frachtfluggesellschaft der Welt ist, haben ein eigenes Drehkreuz seit November letzten Jahres in Halle-Leipzig. Und auf der kurzen Strecke, der sogenannten letzten Meile, haben sie jetzt ihren eigenen
Zustelldienst etabliert, der sich insofern unterscheidet, zum Beispiel von DHL, dass sie ausschließlich mit Subunternehmern zusammenarbeiten, die also untereinander konkurrieren und Arbeitsbedingungen bieten, die unterirdisch sind. Wenn Sabine Quellmalz zu Hause auf Bestellen klickt, ist das Einkaufen bei Amazon für sie erst einmal erledigt. Beim Online-Riesen fängt jetzt die Arbeit an. Schnell, flexibel, einfach. Für diesen Anspruch von Amazon zahlen Beschäftigte einen hohen Preis. 8 Uhr morgens in Erfurt-Stotternheim. Am Verteilzentrum von Amazon sammeln sich die Kurierfahrer, warten aufs Beladen. Rund 600 Fahrer sind hier tätig. Ab 8:30 beginnen Stress und Hektik. Rein ins Lager, Pakete ins Auto, ab zum Kunden. Was auffällt? Die Kennzeichen an den Fahrzeugen. Nürnberg, Hamburg, Bochum, Berlin, Köln. Fahrzeuge aus Österreich und Polen, nur wenige aus Thüringen. Am Verteilzentrum in Stotternheim beginnt die letzte Meile. Heißt, von hier werden die Waren an die Kunden wie Sabine Quellmalz in Erfurt ausgeliefert. Laut Arbeitsagentur stammt etwa jeder 10. Kurierfahrer aus dem Ausland. Sie kommen aus EU-Staaten und aus Drittländern. Die Arbeit bei Amazon ist für sie häufig der Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland. Wir sprechen mit einem der Fahrer. Hallo. Wir nennen ihn Hamid. Er möchte anonym bleiben. Hamid kam vor einigen Jahren nach Deutschland. Ich wollte wegen meiner Frau bei Amazon arbeiten. Die Ausländerbehörde verlangt einen Bruttolohn von 2000 Euro, damit ich meine Frau unterstützen kann. Ich habe keine Ausbildung gemacht, deswegen kann ich woanders nicht solchen Lohn bekommen. Bei der Zeitarbeitsfirma bekommt man 1300 Euro. Damit erfülle ich nicht das Gesetz und meine Frau bekommt kein Visum. Deswegen wollte ich bei Amazon arbeiten. Das Gehalt als Kurierfahrer reicht, um die Vorgaben der Ausländerbehörde zu erfüllen. Laut Statistik der Arbeitsagentur liegen die Bruttolöhne für Kurierfahrer in Mitteldeutschland zwischen 1.900 und 2.600 Euro im Monat. Es ist hart verdientes Geld. Jeden Tag sollte ich ins Lager fahren und Pakete aufladen und dann eine Tour starten. Um 9 Uhr sollte ich auf dem Parkplatz sein. Es dauerte eine Stunde, bis ich ins Lager fahren durfte. Auch im Lager warten, 20 bis 30 Minuten. Und dann alle Pakete ausliefern. Manchmal dauerte es 9 Stunden, 8 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden. 120 Stopps hat man. Jede Adresse heißt ein Stopp. Ich hatte aber auch 160, 170 Pakete in einer Tour. Für Amazon steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Alles andere, das bestätigen uns alle Gesprächspartner während unserer Recherchen, muss dahinter zurückstehen. Es zählt nur eines, das Paket muss pünktlich beim Kunden ankommen. Ich bestelle sehr viel und ich muss unterm Strich sagen, bis auf einmal, wo das Paket wirklich nur auf der Treppe stand, ohne dass jemand wusste, wo es ist, habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, auch hinsichtlich der Zusteller nicht. Sie sind gehetzt, natürlich, das Gefühl kriegt man mit. Aber sind immer freundlich und es hat, wie gesagt, immer funktioniert. Wenn deine Tour zum Beispiel in Erfurt ist, dauert jeder Stopp 7 Minuten. 120 Stopps, wie lange dauert das also? Du findest keinen Parkplatz, dann ist Einbahnstraße oder die Straße ist voll. Wo sollst du parken? Ganz hinten und laufen, Treppe hoch und runter. Manche sind nicht zu Hause, da musst du nochmal zurückkommen. Es gibt keine Pause. Eine Hand am Steuer, am Lenkrad und eine Hand am Sandwich. Abbeißen vom Sandwich, dann aussteigen, nächster Stopp. Abgeben beim Kunden und dann wieder das Gleiche. Wir wollen einen Paketfahrer begleiten, schauen, ob die Schilderungen stimmen. Aus Angst davor, gefeuert zu werden, lässt uns keiner bei sich mitfahren. Unsere Anfrage bei Amazon, ob wir einen Fahrer mit der Kamera begleiten dürfen, bleibt unbeantwortet. Wer aufmerksam durch Innenstädte fährt, könnte den von Hamid beschriebenen Druck bestätigt sehen. Hauptsache war, dass wir die Tour fertig machen. Zum Beispiel, ich bin beim Kunden und der ist nicht zu Hause. Dann gebe ich im Handy ein, Kunde nicht angetroffen und ich kann weiterfahren. Praktisch zählt das aber nicht, ich muss wiederkommen. Oder der Kunde wohnt in Erfurt und ich bin weiter nach Ilmenau gefahren, weil er nicht da war. Dann soll ich also wieder zurück und das Paket dann abgeben? Wie soll das gehen? Ich war in Frauenwald und sollte zurück nach Ilmenau kommen. Das heißt 30 Minuten Fahrt noch einmal extra. 9 Stunden hatte ich da schon gearbeitet und sollte wieder zurück. Nur wegen des Einstopps. Aber es war egal. Der Dispatcher sagte, ich muss weitermachen und alle Pakete ausliefern.
Stress, Druck und Zeitnot für viele Fahrer können auch Benjamin Heinrichs und Anne Willicke vom Erfurter Projekt Faire Integration bestätigen. Sie beraten Kurierfahrer bei Problemen mit dem Arbeitgeber und klären sie über ihre Rechte als Arbeitnehmer auf. Seit der Öffnung des Amazon-Verteilzentrums in Erfurt im Herbst 2019 haben sich über 150 Ratsuchende bei der Beratungsstelle gemeldet. Man kann sagen, bei Amazon sind eigentlich alle vorstellbaren, unvorstellbaren Probleme tauchen auf. Also ich sag mal, der simpelste Fall ist vielleicht, dass eine nicht fristgerechte oder ohne Beachtung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben erfolgte Kündigung da ist, dass die Leute zum Teil 15 Stunden am Tag gearbeitet haben, aber eben nur 8 Stunden bezahlt bekommen, wenn überhaupt. Die Ursache dieser Probleme liegt in den Strukturen der Amazon-Logistik. Also im Grunde hat Amazon eine Lieferstruktur entwickelt, wo sie ein Verteilzentrum haben, von da aus die letzte Meile bespielt wird. Das heißt, die Auslieferung stattfindet. Die Auslieferung findet statt durch Subunternehmen oder auch durch Solo-Selbstständige, nämlich die Aufträge und Pakete, die die Subunternehmen nicht ausliefern wollen. Aber diese Subunternehmen haben auch weitere Subunternehmen. Und so entsteht auch einfach ein Netzwerk der Verantwortungslosigkeit im Grunde, weil also Amazon sagt immer, wir haben einen Auftragnehmer, der ist verantwortlich und wir sind da raus. Und so geht das halt in der ganzen Kette weiter. Und irgendwann weiß man gar nicht, wer ist eigentlich der Arbeitgeber. Nur wenige der Subunternehmen sind in Thüringen angesiedelt. Die meisten von ihnen haben ihren Firmensitz in anderen Bundesländern. Die Sub- und Sub-Sub-Unternehmen konkurrieren untereinander, oft zu Lasten ihrer Angestellten. Amazon vergibt einen Auftrag an das Subunternehmen. So, und wenn Amazon keine Pakete zustellen kann, weil zum Beispiel irgendwie eine Lieferung nicht stattgefunden hat oder auch ein Streik war, dann sagt Amazon einfach, okay, wir haben heute keine Pakete, ihr kriegt heute keine Aufträge. So, und die Arbeitnehmer sind bei den Sub- und Subunternehmen angestellt. So, diese Unternehmen müssen theoretisch die Leute weiterbezahlen, aber wir erleben es halt sehr häufig, wenn keine Route, gibt es kein Geld. Wenn ich krank bin, gibt es kein Geld. Wenn ich Urlaub haben will, gibt es einfach kein Geld für den Tag. Das verstößt natürlich gegen jedes Arbeitsrecht. Aber wir haben das Problem, dass natürlich viele Leute sich nicht trauen, was dagegen zu sagen. Ein Grund dafür dürften bei vielen ausländischen Fahrern mangelnde Sprachkenntnisse sein. Ein weiterer könnte sein, dass Amazon alle Fahrer kontrolliert, obwohl sie gar nicht dort angestellt sind. Wer sich Fehler leistet, droht verwarnt oder gesperrt zu werden. Wie die Strafe ausfällt, darüber entscheidet Amazon und nicht der Arbeitgeber des Fahrers. Mein Chef hat gesagt, dass ich eine Concession habe. Ich habe ihn dann gefragt, was? Wie? Wo habe ich Fehler gemacht? Ich mache doch immer alles richtig und stelle Pakete so zu, wie der Kunde es will. Ich schaue, damit ich alles immer richtig beim Kunden abgebe. Woher habe ich das Problem? Woher kommt die Concession? Ich verstehe das nicht. Der Arbeitgeber habe geantwortet, er wisse es auch nicht. Das entscheide allein Amazon. Bußgelder und Verwarnungen zahlt jeder selbst. Wer ein Paket nicht ordnungsgemäß zustellt, muss mit Sperren rechnen. Doch manche Gründe dafür erscheinen willkürlich. Nach unseren Recherchen können Fahrer auch dann gesperrt werden, wenn ein Kunde sich beschwert, weil er sich unfreundlich behandelt oder gar belästigt fühlt. Wer gesperrt wird, darf Tage, manchmal auch Wochen nicht für Amazon fahren. Manche Fahrer wurden, so wird uns berichtet, sogar lebenslang gesperrt. Das heißt, sie können bei keinem Subunternehmen, das für Amazon in Deutschland tätig ist, mehr arbeiten. Aber wie kontrolliert Amazon die Fahrer seiner Subunternehmen? Hauptsächlich durch Apps auf dem Smartphone. Eine davon gibt dem Fahrer seine Route und Auslieferungsstopps vor. Die Tour ist schon geplant. Wir machen das nicht. Wir schauen uns auf der App alle Punkte an. Auf der Karte ist jeder Stopp ein schwarzer Ballon. Jeder Ballon entspricht einem Kunden. Wir gucken auf der App, welcher in der Nähe ist, da fahren wir dann hin. Kunden von Amazon können so verfolgen, wo sich ihre bestellte Ware befindet und wann sie voraussichtlich bei ihnen eintrifft. Eine andere von Amazon eingesetzte App ist die Mentor-App. Die ist frei erhältlich und erfasst, wo sich der Fahrer zu welchem Zeitpunkt aufhält, wie schnell er fährt und wie oft und stark er bremst. Laut Amazon soll so die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht werden.
Darf Amazon mit solchen Apps die Angestellten seiner Geschäftspartner kontrollieren? Wir stellen diese Frage dem Bayerischen Landesamt für Datenschutz. Wir haben hierzu eine Eingabe erhalten und haben aufgrund dessen eine Prüfung von Amts wegen begonnen und befinden uns zu dieser Frage auch aktuell in den Ermittlungen. Die Datenschützer in Bayern sind für Amazon zuständig, weil der Deutschlandsitz des Online-Konzerns in München ist. Sie prüfen, ob Firmen wie Amazon die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz einhalten. Wir werden tätig, wenn wir Beschwerden vorliegen haben oder Kontrollanregungen. Das sind solche, auf die wir hingewiesen werden von Personen, die nicht selbst betroffen sind, aber uns auf Missstände hinweisen, Whistleblower beispielsweise. Aber wir dürfen auch von Amts wegen tätig werden und prüfen. Wir haben immer wieder Beschwerden oder Eingaben zu Amazon oder auch Beratungsanfragen von Amazon selbst und befassen uns dann je nachdem mit dem Sachverhalt. Zurück in Erfurt. Die Gewerkschaft Verdi verteilt vor dem Amazon-Lager Flyer an die Fahrer. Auch bei Amazon hast du Rechte, lautet die Botschaft auf Deutsch, Russisch, Englisch, Rumänisch, Polnisch, Arabisch. Mit dabei Benjamin Heinrichs von der Beratungsstelle Faire Integration. Wir haben mittlerweile sehr viele, die sagen, ja, wir kennen euch schon. Wir kennen auch schon viele, leider. Aber auch sehr viele offene, aber auch Leute, die nicht ganz verstehen, was wir hier machen und warum wir hier sind. Weil, also gerade hatte ich ein Gespräch, da sagte dann die Kurierfahrerin, ja, gehen Sie zu Amazon, wir können nichts machen, wir dürfen auch nicht streiken, wir sind bei Subunternehmen. Also das Bewusstsein, dass man Arbeitsrechte hat und dass die gelten und dass man nur 8, maximal 10 Stunden am Tag arbeiten darf, das ist einfach nicht vorhanden. Und deswegen sind wir auch hier, um die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie nicht rechtlos sind. Das passt nicht allen Arbeitgebern der Fahrer, wie Heinrichs berichtet. An Amazon prallen Aktionen wie diese scheinbar ab. Direkt von Amazon haben wir jetzt noch keine Reaktion, bis auf die Kommunikation, die wir immer haben, wo Amazon sich eben als super Arbeitgeber und es gäbe keine Probleme und sie kümmern sich um alles auch darstellen. Also Amazon sagt, bei uns läuft alles gut, aber die Praxis ist halt, Amazon ist nicht der Arbeitgeber und Amazon weiß auch, wie es läuft. Wir bitten Amazon um ein Interview zu den genannten Problemen. Vor der Kamera möchte sich vom Konzern niemand dazu äußern. Schriftlich wird uns mitgeteilt. Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie ein erstklassiges Arbeitserlebnis für ihre FahrerInnen bieten und wir überprüfen sie aktiv, um die Einhaltung sicherzustellen. Unsere Lieferservice-Partner verpflichten sich vertraglich, die geltenden Gesetze, insbesondere im Hinblick auf Löhne, Sozialabgaben und Arbeitszeiten, einzuhalten. Wir greifen durch, wenn wir feststellen, dass ein Unternehmen diese Erwartungen nicht erfüllt. Wenn etwas falsch läuft, ist es allein Sache des Subunternehmens, so die Botschaft. Doch was sagen die Unternehmer dazu, die für Amazon Pakete ausliefern? Wir kontaktieren einige der Firmen, keine reagiert. Doch dann wird ein Transportunternehmen aus Ostdeutschland auf unsere Recherchen aufmerksam. Die Geschäftsführung will mit uns über ihre Erfahrungen mit Amazon reden, anonym. Die Firmenleitung spricht von massivem Druck, der von Amazon auf Subunternehmen ausgeübt werde. Es habe immer neue Anforderungen gegeben, auch Aufforderungen, Gesetze zu übertreten. Es ging insbesondere darum, dass Amazon erwartet hat, dass wir ungeschwärzte Lohnunterlagen und Sozialversicherungsmeldungen, Arbeitsverträge dieser Fahrer zur Verfügung stellen. Auch von zugelassenen Subunternehmern, die wir beschäftigen durften. Das sollte am Anfang ohne Einverständniserklärung der Fahrer gemacht werden. Jetzt gab es neue Privacy Notes, eine Datenschutzrichtlinie 6-seitig, die jeder Fahrer unterschreiben muss. Ansonsten darf er, damit wird immer wieder gedroht, darf er nicht für Amazon tätig sein. Fahrer müssten sich beispielsweise mit dem Tracking per App einverstanden erklären. Die App greife auf Mikrofon- und GPS-Daten zu, jedes Fahrers. Diese seien der Person jeweils zugeordnet. Das könne Amazon immer nachverfolgen. Und nicht nur dem Tracking müssen die Fahrer zustimmen, sondern auch der Überprüfung durch eine Firma im US-Bundesstaat Kalifornien. Diese wirbt auf ihrer Website damit, zukünftige Angestellte gründlich zu durchleuchten, etwa ihre finanziellen Verhältnisse, ihren Gesundheitszustand und ihre Social-Media-Aktivitäten.
Das ostdeutsche Kurierunternehmen bestätigt uns auch, dass Fahrer gesperrt werden können. Wenn es zu viele Beschwerden gibt, dann ist der Fahrer gesperrt. Und es gibt also unterschiedliche Arten von Sperren für bestimmte Wochen und dann eben auch auf Lebenszeit. Das sind dann aber Sperren, wenn jemand vermeintlich gestohlen hat. Jeder Fahrer wird registriert bei Amazon. Er bekommt eine Fahrer-ID und der ist dann lebenslang gesperrt. Der kann nirgendwo mehr fahren. Amazon bestreitet uns gegenüber, dass es eine Sperrliste von Fahrern gibt. Der Online-Riese räumt aber ein. Wir stellen jedoch nach nachgewiesenem groben Fehlverhalten die Inanspruchnahme des Dienstes eines Lieferservice-Partners oder Fahrers ein, wenn wir der Meinung sind, dass dies im Interesse der Sicherheit unserer KundInnen, unserer MitarbeiterInnen oder der Gesellschaft ist. Wir glauben, dass dies auch jedes andere Unternehmen oder jede Privatperson tun würde. Sie müssen Rechenschaft über jede Beschwerde ablegen, schriftlich, egal wie abstrus die ist. Bei Amazon gibt es eine Abteilung, Lost and Prevention. Die Abteilung bestellt unseren Fahrer dann für ein Interview ein. Das dauert dann in der Regel mehrere Stunden, wo er befragt wird, dieser Fahrer, wie es dazu kommt. Mit dem Fazit in der Regel, dass der Fahrer gesperrt wird und nicht mehr fahren darf. Und eine Sperre ist nicht nur für den Fahrer, sondern auch für den Arbeitgeber ein Problem. Als Unternehmer kann ich ja nicht beeinflussen, ob dieser Fahrer jetzt gesperrt wird. Ich habe den Fahrer aber trotzdem beschäftigt. Ich kann ja nicht das Arbeitsverhältnis einfach auflösen. Das ist arbeitsrechtlich gar nicht möglich für so eine Sperre bei Amazon. Da kann ich nicht sagen, ich kündige jemand. Und manchmal kommt auch die Aussage, du kannst nicht arbeiten bei uns, weil Amazon hat dich gesperrt und erlaubt dir nicht, uns, ja, dich anzustellen. So sieht das Netzwerk der Verantwortungslosigkeit aus, das Benjamin Heinrichs und seine Kollegin anprangern. Amazon trifft Entscheidungen und wälzt deren Konsequenzen auf seine Subunternehmen ab. Na, das ist halt ein klarer Versuch von Amazon, die Verantwortung von sich zu weisen. So, die vergeben Aufträge an Subunternehmen, die müssen die Pakete ausliefern. So, und wenn Amazon weniger Lieferungen an dem Tag hat, weil weniger Bestellungen einging, weil vielleicht ein Logistiklager auch bestreikt wurde, dann vergeben sie halt keinen Auftrag, haben keine Kosten und die Subunternehmen müssen halt mit den Mitarbeitern, müssten sie weiter bezahlen. Das machen viele nicht. Die sagen halt, oh, ich habe keinen Auftrag von Amazon heute, kriegst auch kein Geld. So. Die Verantwortung ist bei Amazon dann weg, weil die haben keine Mitarbeiter, müssen keine Sozialversicherung bezahlen, müssen keine Steuern bezahlen. Die Verantwortung liegt bei den Subunternehmen und Subunternehmen. Dazu trägt auch der Wettbewerb zwischen den Kurierfirmen bei. Die Zahl der Aufträge und damit der Umsatz hängen vor allem von Amazon und dessen Kunden ab. Das ist auch eine Konkurrenzsituation, permanent zwischen den einzelnen Dienstleistern. Dort gibt es Bewertungskriterien, die sind sehr vielfältig. Die wurden im Laufe der Jahre auch immer größer. Zum Beispiel auch über das Verhalten der Fahrer. Fahrverhalten, welche Kundenbeschwerden gibt es? Trägt der Fahrer eine Maske, ja oder nein? Es gibt Leistungswerte. Was stellen sie zu? Es gibt eine Verlustquote. Und mit all dem konkurrieren sie dann. Und danach wird bemessen, welchen Anteil an Touren sie als Dienstleister an einem Standort bekommen. Amazon zahlt pro Tour zwischen 137 und 260 Euro an den Subunternehmer. Davon muss der die Kosten für Löhne, Verwaltung, Fahrzeuge und anderes mehr tragen. Weil Amazon keine Touren zahlen und damit Umsätze garantiert, rechnet sich das nicht immer. Sie müssen permanent unterschiedliche Arten von Touren stellen. Tourenlängen variieren. Sie können nicht kalkulieren, das geht nicht. Diese Flexibilität wird nicht bezahlt. Das ist nicht auskömmlich. Die Gefahr dabei, je größer die Risiken für die Subunternehmen sind, umso größer die Versuchung für illegale Machenschaften. Die Information, die wir haben, ist, dass die Arbeitgeber im Grunde durch diese Finanzierung, die sie von Amazon pro Tour bekommen, das sind bei Subunternehmen nach unserem Kenntnisstand 250 Euro und bei Subunternehmen 150 Euro, dass dieser Betrag einfach nicht ausreicht, um die Menschen fair zu bezahlen. Das ist nicht auskömmlich. Und wenn man die Leute fair bezahlt und auch alle Arbeitszeit, die sie leisten, entlohnt, dann würde man keinen Gewinn erwirtschaften. Das heißt, die Unternehmen überlegen sich, wie können wir das machen? Und es funktioniert nur, indem man Sozialversicherungsbeiträge spart. Und zwar durch Barzahlungen.
Morgenrot verweist auf Berichte von, Zitat, sehr, sehr vielen Fahrerinnen und Fahrern, die 300 oder 400 Euro im Monat auf die Hand ausgezahlt bekämen. Unser Gesprächspartner in dem ostdeutschen Subunternehmen kennt diese Praxis, weist sie für seine Firma aber ausdrücklich zurück. Hinweisen auf Sozialversicherungsbetrug geht auch der Zoll nach, wie hier bei einer Kontrolle im Amazon-Verteilzentrum bei Bad Kissingen. Die Kontrolle in Bayern war Teil einer bundesweiten Aktion. Das Erfurter Hauptzollamt kontrollierte an diesem Tag in Thüringen über 400 Fahrer. Wie viele davon für Amazon tätig waren, wollte uns die Behörde nicht mitteilen. Immerhin so viel erklärt man uns, bei den Kontrollen seien 28 Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Die meisten in Thüringen für Amazon fahrenden Kurierfirmen sind in anderen Bundesländern registriert. Das macht die Überprüfungen aufwendig und zeitraubend. Tina Morgenroth vom DGB Bildungswerk sieht die Politik in der Pflicht. Wir würden uns in Bezug auf die Ansiedlung von Amazon in Thüringen schon eine kritischere Grundhaltung wünschen von der Landespolitik und auch ein Hinterfragen, was bedeutet das eigentlich für die Beschäftigten, egal ob das jetzt Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sind oder ob das Zusteller sind, dass die keine Pausenräume haben, dass es keine sanitären Anlagen gibt für die Menschen, die da viel Zeit auf Parkplätzen verbringen oder vor diesen Werken und warten. Und das sind ja Dinge, die müsste man mal diskutieren, bevor sich solche Werke ansiedeln und vielleicht auch einfach Auflagen erteilen. Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner ist die Problematik wohl bewusst. Amazon macht es an der Stelle einfach, indem man das eben auslagert, verschafft man sozusagen einen Konkurrenzdruck zwischen diesen Subunternehmen, die sich dann gegenseitig sozusagen unterbieten müssen, damit sie eben diese Aufträge von Amazon auch bekommen. Man muss das gesetzlich klären, so wie wir jetzt in der Fleischindustrie haben, dass eben die großen Konzerne für ihre Subunternehmen auch eine Mithaftung haben. Werner verweist auf eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, in der die Situation bei den Kurierdiensten diskutiert werde. Also es ist zum Beispiel so, dass bei Kurierdiensten, die in Fahrzeugen unter 2,8 Tonnen stattfinden, gar keine Aufzeichnungspflichten, also keine elektronische Aufzeichnungspflicht vorhanden ist. Das heißt, man kann diese Lenk- und Ruhezeiten gar nicht gut kontrollieren, sondern nur anhand dessen, was beispielsweise per Hand ausgefüllt wurde. Und damit ist es natürlich schon mal nicht mehr gut nachvollziehbar. Deswegen ist eine Forderung beispielsweise, dass ab 2,5 Tonnen vorgeschrieben werden muss, dass in allen Kurierfahrzeugen entsprechende elektronische Systeme auch verankert sind, die eben elektronisch aufzeichnen, wurden die Arbeitszeiten eingehalten, wurden die Pausen und Ruhezeiten eingehalten. Solche Forderungen umsetzen kann nur der Bundestag als Gesetzgeber. Ob und wann das passiert, ist derzeit unklar. Was könnten Amazon und seine Subunternehmen tun? Würde mehr Geld helfen? Aus Hamets Sicht sicherlich. Der Lohn klingt gut, aber nicht, wenn man 10, 11, 12, 13 Stunden pro Tag arbeitet und das am Monatsende zusammenrechnet. So viel Stress, so viel Strafe habe ich bekommen, da kann man nicht sagen, dass das ein guter Lohn ist. So schnell wird sich wohl an der Situation der Paketfahrer nichts ändern. Kann der Verbraucher etwas tun? In meinem Alltag denke ich jetzt nicht unbedingt darüber nach. Heißt, ich bin ja fixiert auf das, was ich mir da jetzt gerade überlegt habe. Und wenn ich jetzt mal vergleiche, wenn ich in die Stadt gehe, denke ich jetzt auch nicht unbedingt über die Bedingungen der Verkäufer nach. Also ich bin dann auch fixiert auf das, was ich kaufen will, gehe rein und kaufe es und gehe wieder raus. Klingt jetzt hart, klingt vielleicht auch nicht besonders, wie soll ich sagen, fällt jetzt das Wort nicht ein, moralisch gut, aber nee, ich denke jetzt nicht wirklich drüber nach. Ich höre drauf, ich habe auch Dokumentationen gesehen. Aber es ist noch nicht so tief oder so nah bei mir, dass ich mein Verhalten jetzt ändern würde. Uns ist es halt wichtig, dass uns das allen bewusst ist, was da läuft. So, und sicherlich auch vielleicht dann zum Folge hat, dass die Arbeitsbedingungen für die Kollegen und Kolleginnen in diesen Bereichen einfach gebessert werden. Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht mehr online einkaufen darf. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich glaube, wir sollten eben sehen und uns bewusst sein, wer unseren Einkauf bezahlt.